Hi liebe Leute, ich bin's wieder. Ihr fühlt euch jetzt wohl auf eurem Vorderrad beim Stoppie. Dann könnt ihr dazu hinübergehen, dass ihr den Nose-Wheelie übt. Das heißt, bei schleifender Bremse rollt man noch ein Stück auf dem Vorderrad. Sieht gut aus, macht Spaß und schult euer Gefühl und eure Sicherheit. Der Nose-Wheelie setzt voraus, dass ihr das schleifende Bremsen mit einem Finger an der Vorderbremse im Schlaf beherrscht, sehr gefühlvoll. Das könnt ihr auch nochmal isoliert üben. Nehmt euch euer Rad, geht neben das Fahrrad, zieht die vordere Bremse, geht anderthalb Schritte, dann ist das Fahrrad oben, der Sattel am Körper und ihr könnt dann bei schleifender Bremse weiter nach vorne gehen und merkt, die Bremse schleift, das Hinterrad bleibt in der Luft. Oft stellt sich beim Nose-Wheelie die Frage, wie schnell muss ich eigentlich anfahren? Aus hoher Geschwindigkeit oder eher langsam? In der Kehre seid ihr sehr langsam, weil es steil ist und eng. Aber wenn ihr den Nose-Wheelie übt auf der Straße und ihr wollt länger auf dem Vorderrad rollen, könnt ihr auch die Geschwindigkeit steigern des Anfahrens. Das macht das Ganze wieder einfacher. Auch beim Nose-Wheelie gilt, ihr könnt die vordere Bremse jederzeit loslassen, damit das Hinterrad wieder runterfällt. Und ihr müsst euch Schritt für Schritt steigern, damit es sicher ist. Manche fahren die Nose-Wheelies im Stehen, manche im Sitzen, je nachdem wie ihr euch wohler fühlt. Ihr könnt auch wieder wie beim Stoppie die Vorderbremse gut nutzen, dabei eine Tief-Hoch-Bewegung haben und dann lasst ihr die Vorderbremse schleifen und schon rollt ihr ein Stück auf dem Vorderrad. Der Nose-Wheelie ist nicht unwichtig, auch fürs Versetzen, das werdet ihr gleich merken. Also übt das Ganze, bleibt dabei und wir sehen uns in der nächsten Lektion.